Wir kommen jetzt hier zur ersten Folge von Tooltip. Bleibt dran. Ja, das hier ist jetzt die erste Folge von Tooltip und das ist wieder ein kleines neues Format von mir, wo ich euch einfach ja interessante Programme, Tools im Internet oder sowas vorstellen möchte und ja so Programme einfach, die das Leben vielleicht ein bisschen erleichtern oder die halt nützlich sein können. Und das erste Programm, was ich euch hier vorstellen möchte, ist der Any Video Converter. Das ist ein Programm, womit wir, also wie der Name auch schon sagt, Videos konvertieren können. Ich habe euch ja schon mal in Webtip die Seite im Online Converter vorgestellt und das hier ist jetzt einfach nur ein Programm für Videos für selber auf dem Computer, so dass wir nicht hier immer wieder die Videos bei Online-Converter zum Beispiel hochladen müssen. Hier ist nochmal das Video jetzt eingeblendet von Online-Converter, von der zweiten Folge Webtip. Könnt ihr auch nochmal vorbeischauen, wenn es euch interessiert. Und ja, wir machen dann hier jetzt, also ich erkläre jetzt mal hier ein bisschen das Programm. Wir können hier also ganz einfach Videos hinzufügen, indem wir hier einfach auf Datei hinzufügen oder diese hier einfach per Drag and Drop reinziehen. Also ist gar nicht, eigentlich ganz einfach. Ich nehme jetzt hier einfach mal kurz ein Video von mir. Muss ich jetzt nur mal gucken, wo ich hier eins habe. Und nehme ich jetzt einfach mal die letzte Folge oder die erste Folge vom Webtip, der Kanalfinder. Und ich habe das jetzt mal hier reingezogen. Und wir sehen dann jetzt hier zum Beispiel die Länge des Videos, Codierung und so weiter. Also auch die Pixelanzahl, also ob es in HD oder so ist. Wir können das Video hier ein bisschen schneiden, ein paar Effekte hinzufügen und ja, auch hier können wir jetzt auf jetzt konvertieren klicken. Und hier oben rechts wählen wir dann jetzt aus, welches, also in welchem Format wir es konvertiert haben möchten. Hier haben wir wirklich eine Vielzahl von Konvertierungsmöglichkeiten. Zum Beispiel können wir es hier in ein, ja, fürs iPhone in eine MP4-Datei umwandeln, genauso hier fürs Apple iPad eigentlich. Das ist aber im Prinzip eigentlich das gleiche wie hier oben. Und für ein iPod haben wir hier auch Optionen oder für ein Apple TV, für Samsung iPhone oder ja für Tablets, also für Android-Tablets haben wir es hier. Ja, für die PSP, für die ja, PS3, für einen Walkman, für ja wirklich viele Sachen, also auch hier für Xbox, normales Handy. Oder wir können es in ein Flash-Video konvertieren oder in andere gängige Videoformate zum Beispiel. Wir können auch hier unten, also HTML5-Videos damit erstellen, also konvertieren. Wir können es auch mit Musik machen. Also hier haben wir dann wirklich eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten. Wie ihr es dann gerne haben möchtet, müsst ihr natürlich selbst wissen. Ihr klickt das dann einfach an und dann, also wählt es hier aus zum Beispiel. Ich wähle dann jetzt hier mal dieses Apple iPhone aus und wir können dann hier jetzt die Videogröße noch bestimmen. Also die Pixel, also die Höhe und die Breite, die Qualität, ja, wie lange es gehen soll, also ob es auch ja, geschnitten werden soll. Also wir können die Startzeit bestimmen, die Endzeit bestimmen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal das iPad anklicken, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel auch eine größere Pixelzahl zur Auswahl. Also können wir dann auch in HD konvertieren. Und ja, wir haben dann halt hier wie immer viel die Auswahlmöglichkeiten, noch Qualität, Start und Stopp und halt die Videogröße bei den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten hier. Und ja, da müsst ihr dann halt einfach gucken, wie ihr es gerade braucht oder für was ihr es braucht und dann könnt ihr das halt einstellen. Und wir haben hier halt auch noch weitere Videooptionen, den Codec, die Videogröße, wie schon, wie oben auch schon, die Videobitbreite, die Framerate oder das Seitenverhältnis. Auch Audio können wir hier noch ein bisschen bearbeiten. Zum Beispiel auch die Audio-Bitrate können wir erhöhen, wenn sie nicht schon auf Maximum ist. Oder wir können auch die Abtastrate erhöhen oder den Audiokanal ändern, Ton ausschalten oder nicht. Also dass wir dann sozusagen nur das Video kriegen ohne Ton. Und ja, also das ist jetzt hier so mein erster Tooltip für euch. So, falls ihr es öfters mal machen müsst, also irgendwelche Videos konvertieren in irgendein anderes Format, und ja, ist das Tool schon echt praktisch und ihr müsst halt nicht jedes Mal zum Beispiel auf diesen Online-Converter zurückgreifen, und so habt ihr dann halt hier ein Programm, womit ihr das Ganze halt ja bearbeiten oder konvertieren könnt. Der hier hat auch wohl einen kleinen ja, Player drin, womit ihr auch Sachen wiedergeben könnt, den ich allerdings noch gar nicht ausprobiert habe, aber kann ich jetzt auch mal probeweise machen. Nehme ich mal wieder mein Kanalfinder Video. Und ja, wir sehen hier, das Video läuft, also auch mit Ton, habe ich jetzt gerade gehört. Und ja, so können wir auch Videos hier abspielen. Aber dafür haben wir natürlich auch andere Programme. Der ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig hier. Und ja, das war es dann hier auch schon ja für die erste Folge von Tooltip. Wäre nett, wenn ihr mal mir ein bisschen Feedback da lassen könnt, wie ihr das Format findet. Ob ich davon mehr machen soll. Und bis dahin, habt eine gute Zeit und auf Wiedersehen. Und hier seid ihr jetzt auf meiner Endcard. Und hier oben könnt ihr jetzt mal mein letztes Video anschauen. Und hier unten findet ihr meine Playlist. Und wer keine weiteren Videos mehr verpassen möchte, kann jetzt hier links auf Abonnieren drücken. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach oben geben und auch noch einen Kommentar da lassen. Die Links zu Facebook und Twitter findet ihr natürlich auch noch in der Videobeschreibung. Und ich würde dann einfach sagen, bis zum nächsten Video.